Es ist 12 Uhr, High Noon am Samstag und wir machen wieder einen Live-Talk. Dies Wagner von der Beratungsfirma Dedekom, der auf LinkedIn wieder neue Thesen rausgehauen hat, die mich dann veranlasst haben, nochmal nachzufragen, ob wir das nicht nochmal diskutieren können, denn wir hatten ja schon mal ein Gespräch. Da warst du live zugeschaltet aus Shanghai, glaube ich, ne? Aber diesmal sitzt du zu Hause in Deutschland, ne? Genau, Marc. so ist es, genau. Diesmal ganz bodenständig in Deutschland, Familie weggeschickt, dass es hier einigermaßen ruhig ist, genau. Genau, an einem Tag, wo man normalerweise den Wocheneinkauf macht, ne? Das steht noch an. Den habe ich schon Das steht noch an, erledigt. genau. Ja. Gut gemacht. Genau. Ja, bevor wir, sag mal, auf deine Thesen eingehen, die ich sehr, sehr interessant finde und die ja auch wirklich anknüpfen an unser letztes Gespräch, mit der Effizienz, die ausgeschwitzt wird, ja. Ja, sag mal ein paar Takte nochmal zu dir. Genau, kann ich gar machen. Also, arbeite bei der Dedekon. Das ist ja so die Digitalisierungsberatung der Deutschen Telekom. Ich gehöre da zum Management Board und bin verantwortlich für eine ganz neu geschaffene Einheit mit dem klangvollen Namen New Work Ecosystems and Company Rebuilding. Und de facto handelt mein Beitrag auch darüber. Hab die 40er-Marke geknackt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und komme eigentlich so eher von der dunklen Seite der Macht. Habe Turnaround-Management gemacht, Restrukturierung, war lange Zeit selbstständig in einer IT-Beratung und ja, bin jetzt happy, dass ich mich mit diesen schönen Themen beschäftigen kann. Und macht eine Weiterbildung in Data Science, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Genau, ich habe mal gedacht, es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen weiß, worüber man immer auf Vorträgen spricht und habe mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Data Scientist zu machen, hänge da in den letzten Zügen, wird auch mein Wochenende füllen, also ich werde mich noch an die Abschlussarbeit setzen dürfen. Okay. Und ich glaube, es ist auch so ein Thema, was normal werden wird, also Stichwort Organisation, da können wir vielleicht ja auch mal irgendwie ein Interview zu machen, dass man immer wieder schauen muss, dass man up to date bleibt und sich da. Ja, also Thema ist ja von deinem LinkedIn-Beitrag die Erschütterung der alten Macht. Klingt ein bisschen nach Star Wars. Erneuerung durch Company Rebuilding. Und ich möchte mal einführen ein Zitat, was du gebracht hast oder was du geschrieben hast. Die Vorstände reisen durch die Technologie-Mekkas dieser Welt, gründen Ideenlabore, ziehen ihre Krawatten aus, geben ihre Einzelbüros auf, lassen Hollywood-Schaukeln in ihre Open-Space-Büros hängen und verzweifeln immer wieder daran, dass selbst kleinste Innovationsversuche in den Weiten ihrer starren Organisation stecken bleiben. Man könnte noch sagen, die tragen teilweise sogar Sneakers. Was ist, sag mal, das Problem an den großen Firmen, an den großen Konzernen, die sich ja, sag mal, an diesen Themen wirklich abarbeiten? Irgendwie was Neues machen, das kollektive Duzen einführen und was da alles gemacht wird. Was ist das Problem der großen Organisationen? Ich glaube, das sind mehrere Probleme. Also der erste Punkt, und ich glaube, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, Konzerne haben ihre Potenziale noch gar nicht so richtig erkannt in diesem Kontext und schauen ja immer so ein bisschen neidvoll Richtung der Start-ups. Also das heißt, sie haben noch nicht erkannt, wie man das, was man hat, wie man das optimal nutzt. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir im Vorstandsumfeld sehr viele Personen finden, die eher so wie auch ich aus der Finanzecke kommen. Also CFOs, Controller, Leute, die wissen, wie man mit dem Kapitalmarkt umgeht. Und dass das in der Vergangenheit auch super war. Also da ging es ja darum, inkrementell Themen zu verbessern und dann am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass die Bilanz stimmt, dass man sehr groß wird, und dass man auf die Kosten schaut. So, und das können wir unglaublich gut. Und das können auch die Personen sehr gut. Jetzt sind nur dummerweise all die Markteintrittsbarrieren verschwunden. Da hatte ich ja auch ein bisschen drüber geschrieben. Technologie ist de facto frei verfügbar. Und es geht darum, sich schnell zu verändern. Und das kriegt man halt nicht hin in einem Konzern. Also da sehr gerne vom Immunsystem, finde ich ein sehr passendes Bild, das alles neue abstößt. Und dann kommen diese Versuche. Und die Versuche sind natürlich zuerst mal, lernen wir mal von anderen, also fliegen wir ins Silicon Valley. Das haben jetzt viele begriffen, dass das auch nicht so der Heilsbringer ist, also dann fliegt man nach Israel, ja, weil das auch ganz toll ist. Und das ist auch toll, aber halt in dem jeweiligen lokalen Ökosystem. Ja, also wenn man sich überlegt, allein die San Francisco
oder die Bay Area, da wo all diese tollen Tech-Startups, Tech-Companies gegründet worden sind, das gründet ja auf einer Kultur, auf der Hippie-Kultur, ja. Und die haben das sehr stark in das Kommerzielle reingeführt. Bei uns ging es ja dann eher in so eine Ökobewegung, ja. Und da sind bestimmte Sachen wie Sharing-Kultur, Dinge gemeinsam partnerschaftlich zu erarbeiten, auch nach einer Sinnstiftung zu suchen, sind viel stärker verbreitet als in einer Restrukturierungs-, Effizienz-, kontinuierlichen Verbesserungen getriebenen Kultur, wie wir die teilweise haben. Und dann werden halt Dinge gemacht, die total verständlich sind. Ist doch alles ganz, ganz cool hier so. Wir wollen das so lassen wie bisher. Also lenken wir ein bisschen ab, gründen wir irgendwo ein Digital Lab oder ein Innovation Lab. Früher in Berlin und jetzt sagt man, machen wir doch lieber bei uns am Standort oder man macht es in irgendwelchen anderen Gegenden, wo man noch irgendwelche abgeranzten Werkshallen findet. Man macht es in San Francisco, man macht es in Israel etc. und man vergisst und man holt sich dann coole Leute, die diese Läden leiten und im besten Fall dann ähnliche Leute rekrutieren, damit man dort eine Kultur schafft und die Leute nicht nach 2 Jahren schreiend wieder wegrennen. Und man vergisst aber dabei, dass was bei Ideen, und ich hatte selbst mal ein Start-up und weiß ein bisschen, wovon ich spreche, man muss die Ideen ja auf die Straße bringen, man muss ja an den Punkt kommen, dass man skaliert. Man muss in Richtung Exekution kommen und daran scheitern halt oft diese Einheiten und dann schlägt der Kapitalmarkt wieder zu und sagt, boah, 2 Jahre, nichts richtig bei rumgekommen, doof, guck mal lieber wieder auf die Kosten. Ist denn das da überhaupt nötig? Und dann knicken viele wieder ein. Ist mir klar vereinfacht, aber ich glaube, das sind so einige der Gründe. Du hast jetzt nochmal auch einige strukturelle Probleme angesprochen, wie beispielsweise die Historie vieler Vorstandschefs, die meistens dann mal aus der Controlling-Ecke kommen oder einen juristischen Hintergrund haben oder sogar manches sogar beides. Wenn wir uns die CEO-Berufungen, sagen wir, der letzten Jahre in den großen DAX-Konzernen anschauen, fast zu 99% eher im Finanzhintergrund. Dann kommen aber auch noch strukturelle Probleme auf der rechtlichen Seite hinzu. Man kann ja nicht nur Konzerne dafür verantwortlich machen, dass sie so handeln, sondern es gibt ja natürlich auch in der Rechtsprechung und auch im Aktienrecht etc. bestimmte Vorgaben, die erfüllt werden müssen, dass eben so eine Erbsenzähler dann auch in den Aufsichtsrat kommen müssen. Weil dann eben ein Haftungsrisiko besteht, die haben dann eine Bringschuld, die müssen so ein Frühwarnsystem entwickeln und da muss man dann eben in Steuerrecht sich auskennen, in Controlling sich auskennen und. Entsprechend sind natürlich auch im Aufsichtsrat solche Leute und nicht irgendwelche innovativen Bombenleger, die sagen, ey, wir müssen jetzt unser Geschäft mal in Frage stellen und was Neues wagen. Also ein bisschen hinken wir, sagen wir mal, auch in unseren strukturellen Vorgaben rechtlicherseits etwas nach, ne? Genau, also das ist so und nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, weil ich komme ja aus dem Finanzbereich und ich bin da total happy und auch stolz drüber. Und ich glaube, es ist auch da eine Frage der Diversität. Also es ist nicht die Frage, dass ein CEO einen CFO-Hintergrund hat. Das kann total viel Sinn machen, macht auch in vielen Stellen viel Sinn. Aber dann habe ich halt meine Boardkollegen, die einen ähnlichen Hintergrund haben. So, und da ist halt eine, ja, die ja. Also ich will jetzt gar nicht über das Thema Frauen, Anteil höherem in Vorständen, da gibt es ja im Moment wieder schöne Artikel zu sprechen, was bei uns ja auch fehlt und was in anderen Ländern viel verbreiteter ist und zu ganz anderen Entscheidungsfindungen, ganz anderen Ideenprozessen etc. führt. Also das schon mal zur Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen mit dem Finanzhintergrund, die da einen genialen Job machen, aber wo die Diversität fehlt. Und der zweite Punkt, den du ansprichst, natürlich ist der so. Und ich muss sagen, das ist ein total entscheidender bei uns. Und damit kämpfe ich in jedem Projekt. In jedem Projekt, das ist nämlich der regulatorische Raum. Wenn ich mir so Themen anschaue, ich bin noch nicht ganz tief eingestiegen, aber die europäische Datenschutzgrundverordnung. Boah, und an anderer Stelle reden wir darüber, reden wir über datengetriebene Geschäftsmodelle, also dass Daten alle und wichtig sind und wir schneiden uns diese Quellen de facto an vielen Ecken ab oder machen deren Nutzung, erschweren die massiv. Ja, das wäre schön, wenn wir, ich hätte auch lieber, wird auf einem Planeten leben, wo Datenschutz, Persönlichkeitsrechte total groß geschrieben werden. Aber wenn ich dann sehe, was Amerikaner ich meine, Amazon wird immer gerne, das ist schon fast klischeemäßig rausgezogen, oder eine Netflix, die mittlerweile in der Lage sind, Serien komplett auf Grundlage von Datenanalysen von Analytics-Themen
zu bauen, also den Plot auf Grundlage des Nutzerverhaltens der Vergangenheit quasi zu bauen, bis hin zu Farbschemata von Coverbildern, die abgeleitet werden. Also Macbeth basiert dann zum Beispiel auf dem Farbschema von House of Cards, ja. Dann sage ich, ist es denn dann so sinnvoll, das Thema Datenschutz so ad absurdum zu treiben, und auch hinzugehen, wenn ich mir jetzt anschaue, der Umgang mit personenbezogenen Daten, Riesenthema in Deutschland. De facto sind alle datengetriebenen Themen, die im Bereich People Analytics laufen und die sagen, die sind bei uns überhaupt nicht abbildbar in Deutschland. So, und das führt dann dazu, dass man in Amerika tolle Firmen hat, wie eine Humanize, auch das, was zum Beispiel eine Watson-Technologie, oder wenn ich an Google DeepMind etc., neuronale Netze, you name it, also all diese Themen denke, dass wir diese Technologie bei uns überhaupt gar nicht nutzen können aufgrund der. Zweiter Punkt, ich bin ein riesen, riesen Fan von Taleb, hatte ich schon mal gesagt, Anti-Fragility, super Sache, schwer zu lesendes Buch, also ein bisschen sperrig, aber von den Thesen super. Oder Exponential Organization von Salim Ismail, die in eine ähnliche Richtung geht. So, und diese Modelle, Organisationsmodelle, die basieren ja auf dem Prinzip der maximalen Flexibilität. Und dann habe ich in Deutschland ein Scheinselbstständigkeitsthema, Vergabe an Fremdkräfte, und dann denke ich, ja, blöd, mir wird quasi verboten, Freelancer und Externe in den betrieblichen Ablauf einzubinden, und so weiter. Arbeitszeitgesetz, ich will gar nicht mit der Jammerei wieder Ja, anfangen, aber aber die Arbeitsgerichtsprozesse Arbeitsplätze. sind teilweise nicht lustig, die du dann hast, ne? Genau. Und ich glaube, da müssen wir, ich glaube, dass sich da auch die, dass sich da öffnen wir uns auch in Deutschland, aber da muss halt viel, viel mehr passieren. So, und ein Punkt, du hakst einfach zwischen, sonst rede ich ohne Ende Ja, mach weiter. weiter, Ein Punkt, der, man schaut ja immer gerne, und das hatten wir in dem letzten Beitrag, als ich in Shanghai war, ja auch, man schaut ja gerne nach Amerika, das ist auch richtig so, ganz tolle Modelle, Amazon, wie gesagt, ganz toll, Facebook, Google. Aber ich glaube, dass viele Organisationsformen, die sehr spannend sind, und darüber handelt ja auch ein bisschen der Beitrag auf LinkedIn, dass die eher eine Anlehnung finden an Organisationen, die wir in China finden, ja, oder in Asien. Also netzartige Strukturen, zellartige Strukturen, die Microenterprises, wie wir sie bei Haier kennen, und auch alles wird ja immer gesagt, wie kriegen wir denn das Ganze hin? Das sind Unternehmen, die haben das auch quasi im laufenden Betrieb, haben die ihr Unternehmen transformiert. Also man kann nicht sagen, oh, ist jetzt bei mir der Zug abgefahren. Ist letztlich nicht möglich. Also viele Themen, die auch in Richtung neuer Management-Themen gehen. Hier wird ja gerne über Locracy diskutiert, ein Thema, was toll ist, aber aus meiner Sicht so nicht eins zu eins übertragbar auf eine Konzernstruktur. Da liefern uns die Chinesen an vielen Ecken auch wieder sehr, sehr gute Beispiele. Ja, auch eine Alibaba zum Beispiel, die das Thema Management-Rotation sehr gut etabliert haben, ohne Huawei etc. Also ich glaube, wir sollten da noch ein bisschen mehr noch über den Tellerrand schauen und dann unseren eigenen Weg finden, weil auch das werden wir am Ende des Tages nicht kopieren können. Klar, aber du beschreibst das aber auch sehr, sehr interessant, die Probleme, die, sag mal, große Organisationen haben. So ein bisschen erinnert mich das also an der Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung von Schumpeter, die er 1911 veröffentlicht hat, ja, wo er vom Routineunternehmer, wo er sich am Routineunternehmer abarbeitet und irgendwann in seinen Aufsätzen, dann in seiner Bonner Zeit, rechnet er dann auch mit dem Manager ab und mit dem klassischen Management. Das machst du ja auch so ein bisschen, ne? Also Big ist nicht längst nicht mehr beautiful. In den großen Strukturen sind über Jahrzehnte Agilitätskiller entstanden, die sich nicht so einfach entfernen lassen. Hierarchien, Prozesse, Kontrollsysteme und Scharen an Managern, schreibst du, ja? Die dann natürlich auch wiederum sich selber verwalten, ne? Dann bestimmte Kennzahlen überprüfen etc. Dann bringst du das Beispiel mit der Zellteilung oder mit dem Mikrounternehmen. Und Haya hast du gerade erwähnt. Gary Hamel hat das ja, glaube ich, auch im Band 1-Interview als Modell angegeben. Also so Mikrounternehmen zu schaffen. Bei Haya sind das 2000 mit, die, sag mal, 30.000 Mitarbeiter abbilden. Wie könnte denn sowas beispielsweise bei der Telekom aussehen? Hehehe.
Ja, das ist jetzt natürlich eine fiese Frage, auf die ich Dann deswegen nehmen nicht wir deswegen uns nennen wir das Unternehmen Siemens. X, nennen Ja, wir das X, Unternehmen X, genau. genau, weil Ich ich weiß. glaube, das ist auch ein Learning. Branche ist nicht Branche und man sollte branchenspezifische Themen berücksichtigen. Und ich will jetzt gar keine Riesenwerbung für die Telekom machen, das ist mir fern, aber wenn ich an die T-Mobile denke, die Gründung der T-Mobile, die ursprünglich, glaube ich, sogar aus einem Dedicon-Nukleus entstanden ist, dann ist das für mich also ein absoluter Erfolgscase gewesen und ist es auch noch immer, ist ja im Moment auch in Amerika so. Also ich glaube, es gibt sogar an der einen oder anderen Stelle Unternehmen, die so etwas oder sowas Ähnliches schon hinbekommen, aber gar nicht irgendwie riesig Zellteilung, Nukleus oder sonst wie genannt haben, sondern es von sich aus gemacht haben. Obwohl bei der Telekom geht es immer ein bisschen hin und her, ne? Also Genau, aber ich glaube, Trennung. das ist ja genau das Thema, haben ja alle Konzerne, also auch dieses typisch, das ist ja sehr beratergetrieben auch, ja, dann, hey, Heilsbringer, Zentralisierung, dann zentralisieren alle und dann, nee, das ist ja doof, haben wir zu viel Overhead, Dezentralisierung, da rennen irgendwie alle hinterher und ich glaube, das ist so ein Standardphänomen, auch nicht nur ein deutsches. Genau, aber jetzt mal großes Unternehmen, großer Konzern. Also wir haben uns halt die Frage gestellt, als wir uns auch mit diesem Zellteilungsbild, was jetzt ja auch kein ganz neues ist, muss Ist man jetzt nicht, ist ehrlich kein sein, neues Thema, ja. ist ein Thema, was wo jetzt, glaube ich, die Zeit einfach reifer ist, weil wir dank Technologien die Möglichkeit haben, Arbeit anders zu organisieren und vor allen Dingen auch Zusammenarbeit anders zu organisieren, nämlich durch Plattformen, durch AI und Analytics-Themen, die uns bei Entscheidungsfindung und auch bei Prozessen optimal dort unterstützen können. Da hatten wir einfach in der Vergangenheit noch nicht so die Möglichkeit. So, und die These, die wir aufgestellt haben und dann ja auch belegt haben am einen oder anderen Beispiel ist, es war in der Vergangenheit immer extrem wichtig, über Größe zu skalieren. Das heißt, über Assets, über den Aufbau von Infrastruktur und von Menschen. Ja, Menschen in Angestelltenverhältnissen. So, und das geht bis zu einem bestimmten Punkt, geht das total gut. Das kenne ich aus meiner Firma damals. Wir hatten 30 Mitarbeiter, super, kennt jeder jeden. Da brauche ich keine Manager. Ja, also da brauche ich kein Overhead. Da kann ich das, was jetzt im Moment ganz hip diskutiert wird, rollenspezifisch, kann ich es dann verteilen an Mitarbeiter, die ansonsten auch Wertschöpfung bringen, also was mit dem Kunden zu tun hat. Und so ab einer bestimmten Größe, da fängt es dann an, schwierig zu werden. Und da gibt es diese schöne Dunbar-Number, die habe ich einfach da mal rangezogen, weil das ist halt sehr griffig. Die sagt, so ab 150 Personen oder Menschen, da wird es schwierig, soziale sag mal, in einem stabilen Konstrukt zu halten. So, das lässt sich recht leicht übertragen auf Organisationen, weil man merkt immer, das ist ja das Problem, was Startups haben, wenn sie in die Wachstumsphase gehen. Ab einem bestimmten Punkt werden sie dann so konzernmäßig. Das ist auch der Punkt, wo dann das Harvard Business Review gekauft wird und man guckt, was gibt's denn da Neues? Und dann werden aus Leadern Managern. Ja, dann kommen nämlich plötzlich Leute, die alles organisieren, strukturieren müssen. Dann muss ich auch alles aufschreiben. Ja, dann muss ich Guidelines, Regeln, die ich vorher auch brauche, die muss ich dann, damit sie überhaupt noch. Vorher So, und ging es dann. auf Zuruf, ne? Genau, vorher ging es auf Zuruf und in kleinen, agilen Teams. Und dann gehe ich halt irgendwann hin, also Personal, das kann jetzt nicht mehr Marianne oder sonst wer machen, die nebenher bei den Kunden am Start ist und da ein Händchen für hat. Dann baue ich einen Personalbereich auf und dann baue ich einen Finanzbereich auf und dann baue ich einen Compliance-Bereich auf. Dann effizient. Jetzt brauche ich eine Abteilung, die dafür sorgt, dass die anderen effizienter werden. Dann hole ich mir ein Qualitätsmanagement und dann hole da habe ich schon die abstrusesten Sachen erlebt. Dann werden Performance-Management-Einheiten mit hochbezahlten Ex-Top-Beratern besetzt, um dann im Servicebereich die Gehälter zu drücken oder die Arbeitsbedingungen so runter zu quetschen, dass man Kosten spart. Also an der einen Stelle schmeißt man quasi das Geld raus, indem man so teure Leute einstellt, die dann ohne Ende PowerPoint erzeugen. Und dann an der Kundenfront, nämlich im Servicebereich oder sonst wo, da geht man dann hin und spart die Kosten. Und schwuppdiwupp hat man einen Riesenhaufen an Leuten, die sich gar nicht mehr mit dem Kunden beschäftigen, sondern damit, dass die Organisation am Laufen bleibt.
So, und ich glaube, das ist ja nichts Besonderes. Und das hat halt bei Unternehmen von 20, 30, hunderttausende Mitarbeiter mit Auslandsbeteiligung etc., nimmt das halt dann teilweise bizarre Züge an. So, und da haben wir gesagt, das war früher, das musste man früher machen, weil Größe war wichtig, ja, also und zwar physische Größe. Heute ist Größe auch noch wichtig. Wir reden ja immer über Skalierungsthemen, also über, wir sagen ja immer, hey, rein in die Nische, Plattform, digitale Güter, keine Grenzkosten, wenn ich sie reproduziere, ergo schnell groß werden. Aber das mache ich halt jetzt unter Zuhilfenahme von Plattform. So, und das ist genau der Punkt. Zu sagen, ich habe einen Nukleus, ich habe ein Team, das eine Idee hat, ich habe ein Team, das diese Idee weiterentwickelt, ich habe ein Team, was dann auch wächst, und zwar bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich habe dann bestimmte Werte, ich habe quasi einen Blueprint, was bestimmte Werte beschreibt, bestimmte Regeln der Zusammenarbeit definiert, dass diese Vision auch beinhaltet. Und das wird dann an neue Einheiten übertragen, die sich neu schaffen. Also quasi der neue Nukleus. Und da bot sich einfach das Bild Zellteilung an. Ja, ich wollte auch immer mal Biochemie studieren vor langer, langer Zeit. Und dann kamen diese Bilder wieder hoch. Mensch, das passt ja super. Und diesen Nukleus, diese DNA, wie auch immer ich es nennen will, die muss ich halt übertragen. So, und dann baut sich nach dem Umfeld, dem halt kann neuer Kundenbedarf sein, baut sich eine eigenständige Einheit auf, die aber vom Wertekonstrukt, von den Regeln der Zusammenarbeit genau das Gleiche beinhaltet wie der Kern. So, und die organisiere ich letztlich, und das ist eigentlich das Neue, über Plattform. Ja, weil ich muss mich jetzt nicht mehr über, keine Ahnung, Standleitungen, E-Mail oder noch archaischere Arten der Kommunikation austauschen, und ich kann das Ganze über Plattform organisieren. Und in dieser Plattform kann ich natürlich dann auch hingehen und sagen, hey, die Kompetenz, weil wir kommen ja in ein talentbasiertes, wir kommen ja weg von Asset- und Infrastruktur-based Business zu Talent-based Business, würde ich es mal nennen. Da muss ich halt was schaffen, was wie nennen, ich habe mich da mal mit einem Künstler zu unterhalten. Wir hatten, als wir die Story entwickelt haben, hatten wir so eine Künstlertruppe, die hat am anderen Thema gearbeitet, die haben wir mal reingeholt. Wenn du dir das Bild anguckst, worum geht's hier? Was für ein Bild wird dir einfallen? Und er meinte so, direkt Magnet. Und wir so, pff, Magnet, verstehen wir nicht. So typisch, so BWLer, der ich ja bin, habe ich nicht verstanden, ist ja überhaupt nicht komplex und so. Nachher habe ich gedacht, ist genau richtig. Man muss als diese Zelle wie ein Magnet fungieren, nämlich Talente anziehen und zum anderen natürlich wiederum Partner anziehen, mit denen man zusammenarbeitet. Also all diese tollen Co-Kreationsansätze. Das bedeutet ja nichts anderes, dass ich die Wertschöpfung anders strukturiere, nämlich um Partner herum, um Kunden herum und zusammen mit Kunden Themen entwickeln. Was auch ehrlich gesagt nichts riesig Neues ist, was ich aber jetzt von der Organisation her natürlich ganz anders, viel effizienter am Ende des Tages gestalten kann, als das früher der Fall war. Wenn du Und sagst, dann macht das Bild mit. ja, Talent, ein anderes Talentmanagement, bedarf natürlich auch einer anderen Rekrutierung, ne? Also es kann jetzt nicht mehr Ja. so vorgehen, wie das Personalmanagement immer noch arbeitet, dass man immer so Schubläden aufmacht, sondern, das sagte mir dann auch ein Organisationswissenschaftler, der zurzeit an einer französischen Universität arbeitet. Es müsste eigentlich so eher nach Wikipedia-Prinzipien gehen, weil man halt auch in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Talente hat. Man kann ja auch nicht mal sagen, ja, wenn man mich jetzt nochmal einstellen würde, oh, der kann eigentlich nur Interviews, ja, vielleicht kann er aber auch gute Reden schreiben und kann auch dies und das. Vielleicht ist er sogar auch noch ein guter Programmierer oder ein Datenanalyst oder eine Mathe, Statistik und das, aber in unterschiedlichen Kontexten hat er unterschiedliche Stärken. Das wird ja häufig dann vernachlässigt bei der klassischen Rekrutierung. Das ist so. Also und da schließen wir an dem Thema, was ich mal ganz kurz am Anfang so angedeutet habe, das Thema Lernen, ja? Potenzial und Lernen muss komplett anders und neu gestaltet werden. Ist, glaube ich, mal was für ein gesondertes Interview, das ganze Thema Bildung und Lernen. Ja, und die Art, wie wir rekrutieren, die ist halt teilweise auch halbherzig. So, und da fass ich mir jetzt dann an der einen oder anderen Stelle auch an die eigene Nase, weil man natürlich dann gerne auf Aktenlage erstmal so, ah ja, wie ist denn das Profil und wie waren der jetzt an der Uni und was hat denn der studiert? Bullshit, ja. Also ist, und wir wollen Querdenker, das ist, hatte ich jetzt wieder irgendwo gelesen,
Querdenker wollen immer alle haben und wenn sie da sind, dann gehen die einem auf den Keks und man will sie schnell Wenn, wieder genau, loswerden. werden sie weggeekelt, genau, Genau, und die ja. Empfehlung war da eher, als Querdenker sollte man lieber ein eigenes Unternehmen gründen. Aber sei es drum. Ich jetzt mal davon mal abgekommen. Es fehlt, glaube ich, vielen Personalbereichen. Ich komme ja jetzt aus dem Personalbereich. Ich habe jetzt recht lange HR und CHRO-Beratung gemacht und mache das jetzt auch weiter, ja, auf einer, sag mal, etwas mit einem etwas breiteren Bild. Und die Art, wie wir Menschen rekrutieren und halten, die muss sich grundlegend verändern. Stichwort Recruiting, auch glaube ich keine neue Erkenntnis, aber noch recht schlecht umgesetzt. Es kommt halt nicht mehr, also man geht halt nicht mehr hin, habe eine tolle Stellenausschreibung, da bewerben sich 100 Leute drauf und ich als Unternehmen suche mir dann mal einen aus, ja, sondern der Markt hat sich ja da komplett gedreht. Es ist ja de facto ein Bewerbermarkt geworden. Also Bewerber können sich, gute Bewerbertalente können sich ihren Job aussuchen. Das heißt, Regel 1, ich muss dahin, wo die Bewerber sind. Also das heißt, wenn ich sage, in die Communities, und zwar mit Menschen, die in die Communities passen. Also Beispiel, plattes Beispiel zugegeben. Ich kann jetzt nicht mit einem Designeranzug und Krawatte, dem Linksscheitel, der Brille und der Rolex mich in eine Startup-Community begeben, wo jetzt alle mit Sneakers und sonst was rumrennen. Und diese Communities erkennen halt auch, ob dann jetzt nur der immer rumrennt im Anzug, sich jetzt gerade mal die Sneakers und die Jeans angezogen hat. Das heißt, ich brauche allein im Recruiting Leute, die einen hohen Fit haben in diese Communities. Und da muss ich da hingehen. Wenn ich jetzt, also ganz billiges Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will Gamer haben, weil Gamification und Gaming-basierte Themen gewinnen unglaublich an Bedeutung. Stories zu bauen, das ist ja eigentlich nichts anderes. Game ist ja, ich baue eine Story und dann setze ich die gar nicht mehr so wild ist. Ja, ich kann ja mittlerweile auf 3D-Engine Sachen, Open Source etc. zugreifen. Aber dann diese Stories zu entwickeln und diese spielerischen Elemente einzubauen, da will ich Gamer für haben, kann ich verstehen. So, jetzt muss ich ja erstmal gucken, wie komme ich denn an die? Also die kommen normalerweise nicht zu mir, ja, weil da haben die keinen Bock drauf, einen großen Konzern. Also muss ich da hingehen. Wir haben für einen Konzern hat ein eigenes E-Sports-Team gegründet. Und zwar über einen Kollegen, der, sag mal, das auch sehr authentisch rüberbringt, der nämlich früher meine eigene Gaming-Company hatte. So, die Mitarbeiter, die dort rekrutiert werden, die können X% ihrer Zeit am Arbeitsplatz spielen, werden gefilmt und das Ganze wird dann auf dem Portal übertragen und die treten dann in E-Sports-Game an. Ja? Total innovativer Ansatz, total coole Der Sache. Ich Punkt, glaube, das ist ein. Ja, der ja. Punkt ist nur, wenn da Mimikry im Spiel ist, wird dort entlarvt. Also wenn das Problem ist, glaube ich, wie du sagtest, wenn einer auch sich Sneaker anzieht Ja. und zum Barcamp geht oder so, nach seinem Habitus merkst du dann halt spätestens nach 5 Minuten, okay, der Junge ist nicht richtig hier. Genauso wenn irgend so ein Vorstandschef von einem industriellen Mittelständler dann von Gamification redet und damit Ja. irgendwie so bunte Knöpfchen meint, ja, die man so im Shopfloor dann hin und her schieben kann, wo ich sage, okay, der Junge kommt, der Gaming ist für den ein völliges Fremdwort. Der war auch nie und noch nie in Köln auf der Gamescom oder so sonst wo, also hat wahrscheinlich auch noch nicht mal Kinder, die da unterwegs sind. Also das spürt man sofort, das riecht man, ne? Genau, ja, genau, das ist so. Deswegen ist das mein Punkt. Also, das ist ja wie eine Herausforderung für HR-Bereiche, wenn wir denn dann überhaupt noch HR-Bereiche brauchen. Also das ist Herausforderung für diejenigen, die Menschen rekrutieren, dass sie dann fit haben. Weil das geht ja dann weiter. Habe ich die Leute dann erstmal gewonnen? Das ist der nächste Punkt. Und da kämpfen wir auch. Sorry, wir auch ein bisschen mit, wenn wir sagen, hey, wir brauchen Data Scientists, wir brauchen Leute für Cyber Security etc. Diesen Leuten zu bieten. Ja, weil ein Entwickler, ich habe vor langer, langer Zeit mal entwickelt, ich würde mich aber nie als guter Entwickler bezeichnen, hatte dann in meiner Firma einen Entwickler. So, den hat, sag mal, das, was mich jetzt so interessiert, hat den Toten interessiert. Den hat aber interessiert, dass er eine coole Ausstattung hatte, dass er seine Ruhe hatte. Also da ist jetzt hier mit, wir machen mal Open Space und so, nicht so wirklich der Punkt. Dass er mit coolen Leuten sich getroffen hat und dass er in seinem Büro, in dem Fall, das war halt so ein Star Wars Freak, seine Star Wars Figuren aufstellen konnte. Und dass man ihn einfach in Frieden gelassen hat. So. Und das hat jetzt mit dem, wie man sich an vielen Ecken dann, hey, wir machen Innovation und New Work etc., hat das dann wiederum relativ wenig zu tun. Das muss ich neben den finanziellen Paketen und all den Sachen, wo wir uns nichts vormachen müssen, die halt auch eine Rolle spielen.
Das muss ich sicherstellen, wenn es um das Thema Talente geht. Und mir dann die Frage stellen, da kommen wir wieder genau zum Thema meines Bilds mit der Zellteilung, dem Partnering etc. Muss ich das denn selbst machen oder kann ich es mit einem Partner machen? Ja, So. ich arbeite schnell noch ein paar Kommentare ab. Bertram Bartel empfiehlt das Buch übrigens von Peter Diamandis. Ja, also ich stelle das jetzt einfach nochmal in so einen Raum. Deutsche Konzerne leiden an ihrer ausgeprägten Bürokratiementalität, sind wir ja gerade dabei, das abzuarbeiten. Erinnert teilweise an Beamtenstuben, hast du vollkommen recht, übrigens auch. So eine 9-to-5-Einstellung. Dann ist die Birgit Seifert, die sagte, dringend nötig ist eine Mindset-Änderung. Es ist besser geworden in Deutschland, trotzdem noch eine zu große Abwarte-Mentalität. Können wir, glaube ich, unterschreiben. Und sie verweist Und dann auch auch. noch nicht, und vielleicht sollte ich unterbrechen. Und es ist, glaube ich, wir brauchen halt immer die Krisen. Es geht uns halt Ja. noch zu gut. Das sollte man sich immer drüber im Klaren sein. Sorry, ich unterbreche, Und aber das ist ein das Riesenpunkt. meint auch Danke. der Winfried, ne? Das ist auch so ein Prophet. Und ich sage, das stimmt schon, wir brauchen die Krisen. Das macht das Ganze aber nicht ungefährlicher, ne? Weil niemand weiß, wenn der Crash kommt, was danach dann wirklich passiert. Das ist immer so ein Balanceakt auf der Rasierklinge, ne? So die Deutschen brauchen erst eine Krise und dann, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist aber genau, also vielleicht da ganz kurz einhakend, das ist genau, davon müssen wir genau wegkommen. Also Ja. da müssen wir Strukturen finden, die genau anders sind. Ist jetzt auch, sag mal, wahrscheinlich keine gigantisch tolle Erkenntnis, aber wir müssen natürlich dahin kommen, dass wir sagen, okay, dann, wenn es uns gut geht, dann investieren wir halt genau in diese Themen. Dann, das hat mich ehrlich gesagt bei Daimler sehr fasziniert, als Herr Zetsche hingegangen ist. Und zu einem Zeitpunkt, wo es dem Unternehmen eigentlich sehr, sehr gut geht, sich mit dem Thema Schwarmorganisation begonnen hat zu beschäftigen. Und zwar nicht nur irgendwie im kleinen Digital Lab, sondern dieses, ob es jetzt erfolgreich ist, ja oder nein, das kann ich nicht bewerten. Dafür stecke ich jetzt nicht tief genug drin. Aber ich fand es extrem mutig und ich fand es wirklich ein Vorbild auch für, ja generell für Deutschland, wie man mit so Themen Ja, umgeht. das ist ja auch der Punkt. Wenn du zum Beispiel auch mit Handwerkern diskutierst, ne, dann sagen die natürlich alle, oh, unsere Auftragsbücher sind voll und was sollen wir uns dann mal mit großen Digitalthemen beschäftigen etc. Es ist halt so, manche sind satt, ja, und ob das jetzt mal regionale Champions sind oder lokale oder Hidden Champions, die auch international tätig sind und erfolgreich sind. Zurzeit ist halt, glaube ich, das Problem, dass es uns konjunkturell gut geht. Meine, wir haben auch im vergangenen Jahr ja ein gutes Wachstum hingelegt. Also das ist sicherlich so ein bisschen so eine Lähmschicht, ne? So, dann guckt euch mal die Stellenanzeigen an. Völlig langweilig und Standard. Ja, das ist, glaube ich, unterirdisch, ne? Und jetzt kommt noch mal der Christoph Schmidt, Bildungsethiker. Für mich ist in diesem Kontext die Frage schon entscheidend, bevor wir auf die Bewerbermärkte schauen. Wie organisiert sich Aus- und Weiterbildung in Zukunft jenseits des klassischen Bildungssystems, das ja nun alles andere tut, als diese Märkte zu fokussieren? Ja, was ist deine Meinung, Marc? Also absoluter Haken dran. Wie gesagt, wäre mal was wirklich nochmal für einen gesonderten Talk, weil das ein Thema ist, was mich maximal bewegt. Wir hatten ja die große Ehre und Vergnügen mit den Kollegen letztes Jahr gemeinsam mit den Personalvorständen ein Paper rund um das Thema agile Organisation rausgeben zu dürfen. Da waren wir in einem Kreis, wo der Uwe Tigges als Personalvorstand von der Innogy dabei war und der Christian Illek von der Telekom. Und da haben wir uns ja auch mit all diesen Fragestellungen beschäftigt und haben danach dann Follow-up gemacht zusammen mit dem Münchner Kreis, die sich ja auch mit so einer übergreifenden Fragestellung beschäftigen, haben gesagt, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Was ist denn das Thema? Und wir landen immer beim Thema Lernen und Bildung. So, und dann denkt man, boah, ist irgendwie auch total abgegriffen und nichts Neues, so lebenslanges Lernen, bla bla. Aber ähnlich wie bei dem Thema Zellteilung, was auch schon mal irgendwo irgendwie verwendet wurde, ist jetzt halt irgendwie die Zeit reif, sich mit diesen Themen intensiver zu beschäftigen. Der Bedarf ist da. Und es gibt auch viele kleine, wir sind dann hingegangen, haben, als wir das für uns erkannt hatten, haben dann mit den Kollegen von Augenhöhe, mit denen wir recht eng zusammenarbeiten, haben wir dann einen Workshop mal gemacht, ein Barcamp zum Thema Bildung und waren also wirklich geflasht
von der Resonanz, also wer da alles gekommen ist, auch was für tolle Beispiele, ja, von neuen Schulformen, von Projekt an der Uni Köln, was sich intensiv mit dem Thema Zukunft von Bildung beschäftigt. Da gab es ganz viele einzelne Sachen, aber es hat noch nicht so den Push, den gesamthaften, gesellschaftlichen Push. Im Moment ist es ja noch so, oh, da kommen die bösen Roboter, also ich überspitze jetzt mal, die nehmen uns alle die Arbeitsplätze weg, die sind alle total böse, wir müssen uns davor schützen. Ergo, die Deutschen bauen dann wieder Regularien. Wir reden über Roboterethik, total wichtig, klar. Und über, wie können wir uns da jetzt abschotten oder dass die Daten nicht übertragen werden, die dann da erzeugt werden und was darf ein Roboter und nicht. Anstatt das Thema mit offenen Armen aufzunehmen und uns dann die Frage zu stellen, welchen Platz haben wir zukünftig? Also das wird im Moment ja hoch und runter diskutiert, da die Zukunftsforscher überschlagen sich ja mit Prognosen. Welchen Platz nehmen wir da? Was, und dann kommt immer, ja, wir Kreativität, das wird niemals ersetzt werden, super. So, aber um kreativ zu sein, brauche ich ja eine ganz andere Art, mit Bildung umzugehen. Im Moment haben wir das ja so, man ist ja froh, gebe ich zu, war ich auch irgendwie, wenn du dann dein Diplom oder dein Abi oder was auch immer hinter dir hast und so, boah, jetzt gehe ich in den Job, habe ich den Mist hinter mir, ich brauche keine Abschlussarbeit mehr zu schreiben. Und dann hat man diesen Gallup Engagement Index, der dann immer weiter runtergeht. Also Menschen, das Engagement von Menschen geht ja so im weiteren Verlauf immer weiter runter. Das kann man, das beginnt, sobald er ins Bildungssystem eintritt. So. Und sich dann zu überlegen, was heißt denn das jetzt? Und sich dann vor allen Dingen auch zu überlegen, und da bin ich ein riesen, riesen Verfechter von, es geht hierbei um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da spielen Unternehmen eine entscheidende Rolle. Das können wir nicht nur auf den Staat schieben. Und wir können nicht nur sagen, lieber Staat, warum hast du so wenig Lehrer? Lieber Staat, warum hast du und mach doch mal und bessere Ausstattung der Schulen. Sondern haben wir als Unternehmen eine gesamtgesellschaftliche Mitverantwortung, dort mit einzusteigen und am Ende des Tages in ein Bildungssystem zu landen, wo aus meiner Sicht eine Trennung zwischen Kindergarten, Grundschule, keine Ahnung, weiterführender Schule, Studium, wo man ja auch nur darauf ausgebildet wird, irgendwann mal Professor zu werden, machen wir uns nichts vor. Das Uni-Ausbildungssystem, das ist, zielt darauf ab, dass ich irgendwann mal in der Lage bin, als Professor an der Uni zu lernen. Das muss man vielleicht auch mal überdenken. Und eigentlich geht das Bildungsthema ja rein bis in die Rente und darüber hinaus. Und das gesamtgesellschaftlich neu zu organisieren, neue Formen zu finden und so meine Lieblingsthemen, die schön platt sind, aber auch genauso plakativ. Ich kann nicht über Fehlerkultur sprechen. Mein Sohn denkt, kommt nach Hause, oh, jetzt habe ich nur eine 3 geschrieben, vorher war es eine 2, weil ich das und das falsch gemacht habe. Das passt halt nicht zusammen. Warum können die Leute alle keine Fehlerkultur? Warum trauen die sich nicht? Und im Bildungssystem kriegst du immer eine auf den Deckel, wenn du irgendwie die Definition des Lehrers nicht richtig wiedergegeben hast. Ganz genau. Also das ist ja, Also. sagen wir mal, ein Problem, was ich habe, wenn ich Wirtschaftsethik unterrichte an einer Hochschule, dass ich dann am Schluss, also bei den Bachelor-Studenten, Studierenden, dann eben auch Klausuren formulieren muss, ja, und ich sage, ja, gut, Ethik ist halt ein Diskursfach. Besser wäre es, wenn wir wirklich reine Projektarbeit machen und das passiert, was ich mit den Masterstudierenden mache, dass sie beispielsweise 3 Live-Sendungen produzieren, von Fleischkonsum bis hin zur Problematik Lügenbesiegel etc. Also wo die wirklich dann harte Recherchearbeit machen und das Ethikthema wirklich ins Konkrete reinbringen und dann auch noch Spaß dran haben, dass sie dann also so eine Live-Sendung produzieren können. All das kriegst du da halt in dieser Stoffpolemie. Systematik der Uni, der Hochschulen, sowohl der privaten als auch der staatlichen, nur schwer rein. Es ist das Thema ja von Christoph Schmidt, ne? Was beginnt in der Schule und geht dann weiter bis zu den Hochschulen. Du sagtest gerade einen ganz wichtigen Punkt. Da müssten eben auch die Unternehmen, da müsste auch die Wirtschaft reingrätschen. Nach meinem Dafürhalten könntest du jetzt mal gerade, was ja mal Online-Akademien anbelangt oder Online-Formate, Google macht das ja, hat ja damit angefangen, könntest du unendlich viel anbieten von Seiten der Wirtschaft an den Kultusministerien und an dieser Bildungsbürokratie vorbei. Genau, und ich glaube, das passiert ja teilweise schon. Ich bin ja, es ist am bestimmten Punkt, wir sind gerade dabei, auch bei uns so eine Academy hochzuziehen, die in so einen Co-Kreationsmodus geht, also mit Kunden Formate entwickeln, Kunden werden dann auch an den Revenues beteiligt, intern, extern, etc. pp.
Also wir organisieren bei uns das Thema Bildung neu. So, und unsere nicht mehr so einfach ist. So, und dabei greifen wir primär zurück auf Sachen, die es schon gibt. Also das heißt Bildung, ich meine, es gibt diese schönen TED-Talks, School in the Cloud, wo indischen Kindern aus ärmlichen Verhältnissen, die beschäftigen sich mit dem Computer und dem Internet und die sind plötzlich in der Lage, die abgefahrensten Fächer wiederzugeben, die, obwohl sie vorher kein Wort Englisch gesprochen haben, die organisieren sich komplett selbst. Und das ist gigantisch. Und das ist nur eine Form der Organisation in dem Fall. Oder eine Stanford University oder ähnliches, die ihre Superkurse for free anbieten. Und nur für das Zertifikat zahle ich dann online irgendwie 78 Dollar irgendwas und habe dann ein Zertifikat von der Stanford University. Und da habe ich dann The Winner Takes It All, da hatten wir beim letzten Mal so ein bisschen drüber gesprochen. Auch da habe ich dann nur die Tops. Also da habe ich nur den Top-Professor, ja. Da habe ich nicht den zweit-, dritt-, viertbesten, der Top-Professor. Dessen Video wird online gestellt, das kann ich mir kostenlos angucken, macht dann Abschluss. Aber ich muss es mir organisieren. Ich brauche dann da Zeit für, ich brauche Reflexion mit anderen Leuten, Gleichgesinnten, ich brauche Reflexion mit Praktikern, die bestimmte Dinge schon mal umgesetzt haben, etc. Und ich glaube, dass Bildung viel mehr dahin gehen wird, das dann auch zu organisieren, also Bildung zu organisieren und so aufzubereiten, dass das eben das Stichwort ja gebracht, dass ich Lust darauf habe zu lernen. Das ist ja eigentlich die wichtigste Sache, die mitgegeben wird aus dem Bildungssystem, nicht ein spezifischer Stoff. Und auch ehrlich gesagt ist klar, ja, wir lernen Methoden und Konzepte und das ist total wichtig. Und wie ich lerne, strukturiere, ja, sehe ich so, werden aber auch dabei immer besser unterstützt, immer weiter unterstützt, gibt immer bessere Tools, die uns genau dabei unterstützen. Aber es dann zu reflektieren mit jemandem, der das schon mal umgesetzt hat, etc. und mich zu strukturieren und auch Zeit vom Unternehmen dafür zu geben, die nicht am Wochenende ist oder abends, sondern das ist eingebettet in meinen Tagesablauf. Ich glaube, da wird zukünftig bei Bildung drum gehen und weniger darum, keine Ahnung, lerne ich jetzt lineare Algebra X, Y, Z und wird's reingepaukt. Ja. Wobei die Themen ja im Moment auch recht wichtig sind, BMQ, also Das Statistik stimmt. etc. Genau. Der wäre nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen Kenntnis hat. Ja, aber wir wollten ja nochmal zum Rebuilding. Was glaubst du, wäre jetzt wichtig zu tun? Ich meine, du hast es ja auch angeführt, die Methodiken, die teilweise jetzt auch inflationär diskutiert werden, wie Design Thinking, auch das, was man aus der New Work-Debatte ableitet, an Coaching und dies und das und das. Das ist immer so, das ist auch so, ja, Oberflächenkosmetik, ne? Also eigentlich ändert, das ist ja meine Kritik immer gewesen, das ist immer so falsch verstanden worden, als ob das eine Fundamentalkritik gewesen ist, sondern ich sage, nee, das ist für mich so ein bisschen so ein Alibi, es geht nicht an die Substanz. Und du sagst jetzt ja auch, also eigentlich muss man, wenn man diese Zellteilung jetzt ernst meint, einen radikal anderen Weg gehen. Wie sollte man denn prinzipiell vorgehen? Ja, genau. Also wie gesagt, verkürzte Darstellung, weil das springt das, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen. Ich komme ja aus dem Restrukturierungsumfeld, also habe Organisation. So. Die dauern normalerweise 8 bis 10 Jahre. Jetzt ist das oder noch länger sogar. Jetzt ist es doof, weil so lange gehen normalerweise gar nicht die Amtszeiten von Vorständen. Das heißt, im Zweifelsfall ist dann schon wieder ein neuer da. Und wir haben ja in Deutschland auch so eine Kultur. Ja, man muss ja schon irgendwie vorher sagen, dass der vorher jetzt nicht alles gut gemacht hat. Sonst wird ja der Wechsel keinen Sinn machen. Also dreht man bestimmte Räder wieder zurück und dann fängt man wieder von vorne an. So, das war so in der Vergangenheit. Also dieses Riesenmonster irgendwie drehen zu wollen über top-down getriebene Restrukturierungsprojekte, haben sich immer die Berater gefreut ohne Ende. Die sind da mit Hundertschaften eingefallen, haben erstmal einen Benchmark, so 30% geht immer. Mit eigenen Büros, die sie bekommen haben, ja. Genau. Also Stichwort Scheinselbstständigkeit, gar nicht so unkritisch, aber sei es drum.
Genau, also mit Riesenmannschaften haben das in Campus-Ansätzen etc. durchstrukturiert und dann kam halt, wie gesagt, das Nächste und machte die Effekte noch nicht mehr gut. Und alles Bottomline. So, und jetzt die Frage, wie kann ich denn da jetzt sinnvoll anders umgehen? Es gibt ja all die Labs mit Startups und so weiter, die gründen dann irgendwie weit außen in der Peripherie, die werden alleine gelassen und dann guckt man mal irgendwie, kommt da eine gute Idee bei raus und die überführe ich ja dann zurück in die Organisation und da soll es dann jemand umsetzen. So, und das funktioniert ja nicht, wegen Neidthemen, fehlendem Fit etc. So, die These ist jetzt folgende, und das haben wir ja auch in dem Artikel dargestellt, dass wir sagen, Konzerne haben einen Riesenvorteil gegenüber einem Startup. Das sind Ressourcen. So, und vielleicht auch noch ein gutes Brand. Also das schließen wir jetzt mal, weil sonst wird es ziemlich komplex. Für. Aber Ressourcen, und zwar Geld, und Menschen. So. Und gewisse Infrastruktur. Wenn ich an meine Gründungszeit zurückdenke, ich habe extrem lange gebraucht, um dann für meine 30 Leute, was für uns riesig war, irgendwie ein Office zu finden, dann die Infrastruktur zu beschaffen und dann Leute zu rekrutieren, so als No-Name, irgendwas. Das hat ein Konzern nicht. Ein Konzern mit 20, 30, 50.000 Menschen, man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass 80% der erforderlichen Skills, um ein komplett neues Geschäftsmodell hochzuziehen, schon vorhanden sind. Irgendwo. Wahrscheinlich dummerweise im völlig falschen Kontext, wo Leute vor sich hin darben, weil sie halt nicht, ja, weil ihr Potenzial überhaupt gar nicht sich entfalten kann. So, das heißt, das ist ein wichtiger Schritt in dem Unternehmen, Transparenz über diese Skills und Potenziale zu schaffen. Das schon mal vorweg. Also das ist so der große Vorteil von Konzernen. So, und was ich jetzt natürlich machen könnte, ist den Konzern irgendwie in 1000 Einzelteile zu zersplitten. Wie gesagt, Haier hat eine geniale Restrukturierung über 4000 Mikro-Enterprises vorgenommen. Wahnsinn. Ist die Frage, ob das so der Weg ist. Gerade wenn ich auch an große Mittelständler etc. denke. Es ist natürlich extrem radikal und Umfeldbedingungen anders. Sodass wir gesagt haben, nee, es macht Sinn, ich brauche erstmal ein Team. Ich brauche erstmal ein Team, das ich rausziehe, um den Nukleus des Neuen zu bilden. So. Und das ist ganz wichtig, dieses Team zu finden, weil das sind nicht Manager aus dem Konzern. Das ist wahrscheinlich das krasse Gegenteil. Die muss ich identifizieren und dann muss ich, und da versagen halt die klassischen Management Assessments, weil die halt ganz andere Kriterien abfragen. Da muss ich nach Kriterien der High Performing Teams vorgehen. Wen das interessiert, die Hanlan University forscht da sehr intensiv zu, die haben da eigene Center zu aufgebaut. Kann man alles nachlesen, ist sehr spannend, spielt natürlich das Thema Diversity eine Riesenrolle, wird auch dargestellt, was unterscheidet Normal Performing von High Performing Teams, will ich nicht weiter vertiefen, sonst rennen wir ja völlig aus dem Ruder. So, das brauche ich erstmal, dieses Team und eine Grundvorstellung davon, wo die Reise hingehen soll, also eine Vision, also einen Veränderungsneed und eine Vision. Mehr brauche ich erstmal nicht, weil das ist der große. Oh, ich muss jetzt erstmal aus meiner Headquarter-Strategieeinheit heraus ein neues Businessmodell entwickeln. Das muss total detailliert sein und da muss da mit welchem Partner. Nee, das muss dieses Team machen. Das Team muss sich ja damit nachher identifizieren. Und das ist unsere Erfahrung. Selbst wenn wir uns Junior-Leute bei uns mit ein paar in einen anderen Raum packen, noch einen Künstler mit dazu. Wir machen ja viel mit Künstlern, Kreativmethoden. Da kommen Ideen raus, da hätte man vorher nicht mit gerechnet. So, und das erstmal, also diese Truppe das entwickeln zu lassen. Und die müssen ja dann wachsen, die müssen ja dann eine kritische Größe kriegen, um Prototypen zu entwickeln, die auf den Markt zu bringen, etc. So, und da kommt jetzt der Konzern wieder rein, der sagen kann, die Leute kann ich dir zur Verfügung stellen. Die können wir dir auswählen. Du kannst rekrutieren, aber das kriegen wir auch viel schneller hin. Natürlich hängen da Themen dran, muss ich die Leute dann freistellen, sind die da bereit zu? Haben die dann die gleiche Sicherheit, Entlohnung? Wenn wir das mal alles ausklammern, kann davon ausgehen, Großteil dieses Teams, was ich brauche, um zu wachsen und ein marktfähiges Produkt rauszubringen, mit dem Kunden zu verproben, Stichwort Lean Startup, all der Schnickschnack, das Konzern dann wahrscheinlich sogar größtenteils rekrutiert. So, und dann beginnt ja der Wachstumsprozess. Und ich muss mir dann immer die Frage stellen, natürlich nehme ich Kunden mit in die Entwicklung. Das ist ja, glaube ich, jetzt Common Sense, dass man doch mal den Kunden fragen sollte und den in die Entwicklung einbeziehen sollte. Reden viele nur drüber, machen es nicht, aber sei es drum. So, und da muss ich halt gucken, wie entwickle ich dann diese Kultur? Das war für uns damals auch ein Riesenthema. Na, was für Werte sind es lieber? Wie arbeiten wir zusammen? Über welche Plattform? Wie strukturieren wir uns? Also Stichwort mit den Arbeitszeiten aus dem Lukas, also all die Themen, die wir unter New Work her zusammenfassen. Also New Work ist da total wichtig, springt aber oft zu kurz, weil es halt nur diese Innensicht hat.
Das alles, was man bei uns in diesem Buch, kleine Schleichwerbung, New Work auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt lesen kann, das beschreibt halt genau, was ich an dieser Stelle machen muss. Und was dann nachher der Blueprint ist für die neuen Sales. Und da muss ich halt schauen, dass wenn ich wachse, ich den Absprung schaffe. Also, dass ich nicht hingehe und sage, okay, jetzt wird das wieder so ein Monsterding. Ich meine, wir sind bei uns auch 1200 Leute und wir wollen diesen Ansatz, wir wenden den gerade bei uns in gewisser Weise an. Also, wir verproben den jetzt auch bei uns. Das war bei New Work schon super. Wir haben ja vor 5 Jahren New Work gemacht, ohne zu wissen, was New Work ist. Ist ja immer wichtig, auch das eigene Hundefutter zu essen, Genau. ne? Also. Genau. Und, genau. Oder Drink Your Own Champagne habe ich jetzt von einem Auch nicht San schlecht. Francisco-Kollegen gehört. Finde ich auch ganz schön. Total wichtig ist, selbst auch zu erfahren, auch um die Leute, die damit konfrontiert sind, ernst zu nehmen. Ja, weil sonst früher war es immer, ach komm, ey, gib doch dein Blödes bei New Work, Einzelbüro, was Blödsinn, gib doch ab. Wenn du mal selbst, wie jetzt ich, im Einzelbüro gesessen hast, mit Vorzimmer, all dem Schnickschnack, dann hast du da auch gegengearbeitet und kannst, boah, ist doch ernsthaft. Aber wie gesagt, zurück zum Thema, auch da wichtig, das Thema selbst zu erfahren. So, und wenn ich dann dieser Nukleus, wenn der wächst, dann, wie gesagt, den Absprung zu springen, finden. Und den Absprung, den muss ich natürlich jetzt nicht, hey, wir sind 150 Leute, Dumba Number, Chuck, raus. Das ist, wäre ein bisschen zu platt. Es geht ja hierbei um Menschen, ja, Talent Business. Sondern da sinnvolle Regeln zu finden. So, und die chinesischen Unternehmen, die wir uns angeschaut haben, die machen das sehr stark kundengetrieben. Also sie sagen, es gibt einen neuen Kundenbedarf, den findet im Zweifelsfall eine lokale Einheit, identifiziert den. Und anstatt bei uns jetzt total kompliziert, neuer Bereich Einheit, gründen die quasi eine neue Einheit, einen neuen Nukleus, der sich dort ausdefiniert. Der aber die gleichen Werte und Prinzipien mit sich trägt, wie der Kern. Ja? Wer das genial macht, ist für mich Jack Ma. Also ich finde, das ist sowieso unglaublich cooler Typ, weil er die Brücke halt optimal hinkriegt, ja, zwischen westlicher Welt, asiatischer Welt, westlichen Management-Theorien, aber auch asiatischen Prinzipien. Ich meine, die Asiaten waren lange Zeit extrem erfolgreich und sind es ja jetzt wieder, das auch wieder nicht über Bord zu schmeißen. Der macht's richtig, ja. Der sagt, wir haben was Gutes, wie wir Deutschen auch. Wir haben total viele gute Eigenschaften, die sollten wir nicht über Bord schmeißen für irgendwas. Ja. So, und dieser Zellteilungsprozess, den sinnvoll zu organisieren und mir dabei immer zu überlegen, hole ich mir Partner mit rein, hole ich mir Freelancer mit rein, wenn es das Scheinselbstständigkeitsgesetz zulässt, hole ich mir Kunden mit rein, mache ich Co-Kreation mit Kunden, wo ich Kunden vielleicht sogar an Umsätzen beteilige, etc. pp. So, und all dies zahlt auf die gemeinsam definierte Vision ein, die, wir denken an das Bild des Künstlers zurück, wie ein Magnet wirken müssen, ja, also weil nur gute Talente sind im Zweifelsfall in anderen Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet und die müssen einen natürlich auch attraktiv finden. Also es geht hierbei stark um Attraktivität, ja. Das entsprechend zu organisieren. So, und das, jetzt würde man sagen, das ist jetzt erstmal das Konstrukt. Und da steckt natürlich der Teufel im Detail, wie ich es auch geschrieben habe. Das sind die rechtlichen Themen, das sind die lokalen Themen, das ist die Frage, ja, Plattform, was heißt denn das jetzt? Was für einen Plattformweg schlage ich ein? Schlage ich den Plattformweg ein? Ich will eine neue Plattform schaffen. Da konkurriere ich erstmal mit den richtigen Platzhirschen, alle Amazon, Google und wie sie nicht alle heißen. Ja? Wobei ich jetzt Google weniger als Plattformunternehmen sehen würde, aber eine Facebook. Und Amazon ist ja ein Top-Beispiel, wie man es macht. Will ich mit denen konkurrieren oder will ich die nutzen? Ja? Will ich Genau. deren Plattform nutzen, um was draufzusetzen? So, und ich glaube, das Letztere ist das Realistischere in den meisten Fällen und ist ehrlich gesagt auch das, worauf wir uns stärker fokussiert haben bei unserer Betrachtung, weil das andere, ich will jetzt nicht sagen, grenzt ein bisschen an Größenwahn, aber die wir jetzt den neuen gemeinsam mit uns Amazon definieren, ist, glaube ich, weniger wahrscheinlich, als dass wir ein sinnvolles Geschäftsmodell unter Nutzung dieser Ich Plattform habe ja finden. immer gesagt, man kann ja auch selbstbewusst so eine parasitäre Strategie fahren. Ja? Also wenn es einmal diese Plattform gibt, dann kann man sie auch ausnutzen. Aber im Hinterkopf immer natürlich auch das Bewusstsein zu entwickeln, sich nicht zu 100% davon abhängig zu machen, sondern eben da immer noch verschiedenste Optionen zu haben, um dann auch reagieren zu können. Nicht, dass Oligopole und Monopole dann natürlich auf dieser Plattformseite dann, die wir jetzt haben. Ja. Naja, so langsam wacht auch das Bundeskartellamt auf, aber jetzt seit 2 Jahren, um das durchzudringen,
diskutieren, was da plattformmäßig gemacht werden muss auf der wettbewerbspolitischen Seite. Da sind sie auch ein Aber bisschen. ist genau der richtige Titel, ist ein Think Tank. Also da wird nachgedacht und nachher nicht umgesetzt. Also das ist da, ja. Genau. Das dauert 30 Jahre. Das ist das Problem der Wettbewerbshüter, ja. Ich trinke hier übrigens einen Kaffee, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde jetzt mir irgendwie. Nee, also das hast du dir ja auch verdient. Im Prinzip geht's ja, wie du sagst, es ist stecken auch sag mal, in großen Organisationen sehr, sehr viele Potenziale. Entspricht das ja sag mal auch das, was sag mal hier der Professor Faltin entwickelt hat mit den Komponentenunternehmern, nur dass er sag mal das als auf der Start-up-Seite dann durchdiskutiert hat, was man sag mal an externen Dienstleistern sich dann holen kann oder Herstellern und Produzenten, um dann eine Einheit möglichst klein zu halten, sagt er favorisiert den Laptop-Unternehmer, also sich nicht große Overhead-Kosten zu schaffen, ja. Sondern die Expertisen von außen zu holen, die da schon seit Jahren irgendwie im Verpackungsmarkt Abfüllungen machen und viel kompetenter sind als man selbst. Diese Potenziale gibt's natürlich auch in den Konzernen. Also man muss man gar nicht mal so groß auf Externe schauen. Und du sagtest ja zu Recht, man kann das Matching ja dann noch erweitern. Man kann sich dann eben auch noch von außen Talente dazu holen, Freelancer dazu holen. Also man kann auch da wieder unendlich kombinieren, ne? Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wer mal Freelancer gewesen ist, der weiß, glaube ich, ich habe mir das mal ein Jahr gegönnt und ich muss sagen, dann, das ist jetzt nicht unbedingt ein easy business. Also das, und das passt jetzt nicht auf jeden. Also wir sollten uns, glaube ich, nicht, wir haben teilweise sehr sozialromantische Diskussionen über Latte Macchiato Office, etc., wo man sagt, okay, ich brauche eigentlich nur einen Laptop und dann bin ich jetzt hier mein eigener Herr und sitze dann zu Hause in meiner Villa und arbeite nur in Netzwerken und wir sind eigentlich nur lose Netzwerkverbünde etc. Also das passt dann fast alles bis auf die Villa, weil die Kollegen sind nämlich dann eher krebsen immer so an, nicht am Existenzminimum, aber nicht auf diesem Niveau rum. So, da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und ich bin kein Verfechter von, wir zerschlagen jetzt mal irgendwie alles und haben dann ganz viele Ameisen, die durch die Gegend rennen und sich nur noch über Plattformen organisieren. Weil viele Menschen, und so geht es auch mir, brauchen schon einen gewissen Ankerpunkt, brauchen eine gewisse Identifikationspunkt und den bieten nur Unternehmen, die jetzt nicht nur drei Mannequins haben, sondern die größer sind. Und deswegen rede ich ja auch bewusst von Strukturen, die zellartig sind und auf eine gemeinsame Identität einzahlen. Und jetzt ich weiß, ich bringe jetzt schon wieder Hire, die wie Hire ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die jetzt aktuell haben, aber ich glaube, es sind auch 30.000, 40.000 oder sogar noch mehr, die ja eine Identität haben, die ja auch dann ein CEO haben, auf den irgendwie dann doch alle hochschauen und sagen, boah, ist der super und Mensch, klasse, die aber viel Autonomie und Selbstverantwortung übertragen kriegen. Und ich glaube, das ist ja das, wonach Menschen suchen. Ja, suchen zum einen nach einem gewissen Art von Sicherheit, das bieten viele Unternehmen, zumindest jetzt noch. Und sie suchen auf der anderen Seite nach der Möglichkeit der Selbstverwirklichung. So, und auf etwas Großes einzuzahlen und einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das muss man organisieren. Und da ist weder die Lösung, dass 450.000 Personenkonglomerat, in dem eine kleine Stellschraube ist und auf der 85. Hierarchieebene hängt, noch die Einzelpersonenökonomie, die sich dann nur über Plattformen organisiert und quasi nur stundenweise für irgendwelche Tasks gebucht wird. Das ist, glaube ich, ein ganz Weg in der Mitte. Ja, ein wichtiger Punkt, denn das ist ja auch idealisiert worden dann häufig auch in dieser netzökonomischen Debatte, dass man quasi jeder könne dann also ein Solopreneur werden oder Mikrounternehmer oder am Ende des Tages wirst du aber ohne Ende ausgebeutet in solchen Strukturen und auch das muss man wirklich im Hinterkopf haben. Ja. Insofern sind natürlich dann große Organisationen dann schon eine Sicherheit, ja. Auch was die soziale Komponente anbelangt und Arbeitszeiten und. All das, glaube ich, darf man nicht so zur Seite drücken, ne? Oder eben auch romantisieren. Ich bin ja seit 98 mehr oder weniger Freelancer, 1998 genau.
Also ich weiß, ne, was man die Weiß, Höhen, wovon du ich kenne sprichst. die Ja. Höhen und Tiefen, Ja. ja. Also insofern brauchen wir uns da, glaube ich, nicht in die eigene Tasche lügen. Das ist nicht so lustig teilweise, ja. Gemeinsame Werte, warte mal, jetzt kommt hier Franz-Peter Staudt. Gemeinsame Werte und Identifizierung nur mit Freelancern kaum möglich. Das ist ja genau der Punkt. Genau, ist Also, genau der Punkt. ich werde immer sagen, sag niemals nie, ja. Also es kann mit Sicherheit eine Form, ein Vehikel, ein Punkt sein, wo man stolz drauf ist. Aber ich glaube, es ist einfach dann auch nicht mehr effizient. Ja, also wir reden ja auch über, wie gesagt, bei aller Sozialromantik und ich meine auch die bunten Offices oder dass wir jetzt zum Beispiel viel, wie gesagt, mit Künstlern machen, wo man natürlich dann auch irgendwie investieren muss in einem gewissen Fall, hat ja nachher ein ökonomisches Thema. Wir sind ja jetzt nicht, wir wollen ja, oder auch unsere, das haben wir bewusst auch so gemacht und beschrieben. Es geht um einen Purpose, es geht um eine Vision, die einen klaren Kundenwert ableiten lässt. Deswegen verweisen wir auch öfter auf die sogenannten Transformational Products, also Produkte, die halt genau jetzt im aktuellen Kontext die Effekte nutzen, die wir halt haben durch Skalierung, Netzeffekte. So, das muss im Fokus stehen und da spielt Effizienz eine Rolle. Ja, also let's face it. Also es geht nicht um, wir haben ja oft die Diskussion dann auch mit gerade im Konzern, Kultur oder Effizienz. Mitarbeiter, also Good Feel Manager versus Effizienz. Also das geht Hand in Hand. Ja, also die Customer Centricity Diskussion und die Employee Centricity Diskussion, die haben wir kurz angerissen, eher um sie ein bisschen auch zu überspitzen. Dann gibt es Employees First, Client Second, super Sache, cooles Buch, klasse geschrieben, tolle Beispiele, aber halt auch nicht überall übertragen. Maximale Kundenorientierung, alle mal nur zum Kunden, wir denken an nichts anderes. Auch das muss Hand in Hand gehen und deswegen haben wir da diese Doppelhelix-Struktur gewählt, wo wir gesagt haben, nur einem Unternehmen, dem es gelingt, das miteinander zu verbinden und im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter der beste Kunde ist, weil ich ja den Kunden auch in die Co-Kreation einbeziehe. Also dazu sagen, okay, das ist am Ende des Tages ein und dasselbe oder zwei Seiten derselben Medaille oder wie auch immer man es nennen will, das ist auch ein ganz großer Kern, ganz wichtig. Gibt es eigentlich eine größere Organisation in Deutschland, Europa oder in westlichen Gefilden, die, sag mal, an dem Thema schon so ungefähr arbeitet, was in deine Richtung geht, in eure Richtung geht? Meine, recht lang gibt es ja schon diese Gore-Tex, die dieses Thema ja schon vor Ewigkeiten eingeführt haben. Hat mich schon fast gewundert, dass nicht irgendwo, man kriegt ja sonst immer so die Kommentare so von, das sind dann auch oft Wettbewerber, die dann sagen, Mensch, das gibt's ja schon längst, haben schon längst mal drüber geschrieben und so, kam zum Glück noch nicht, finde ich auch fair und gut. Weil natürlich, also die haben das ja schon gemacht, sehr, sehr erfolgreich. Ansonsten sind es, glaube ich, Teile davon. Also ich denke jetzt mal, also eine Innogy zum Beispiel, die gesagt hat, oder eine RWE und auch eine E.ON und eine Uniper, die gesagt haben, hey, wir müssen uns teilen. Also die haben halt die Zellteilung ist halt dann in zwei Zellen, ja, in zwei große Zellen. Wir müssen uns teilen, weil das funktioniert nicht mehr so. Wir brauchen irgendwie zwei unterschiedliche Vehikel, wobei deren Teilung ja eher auf diesen Ambidextrie-Gedanken einzahlt, also Exploit, Explore und weniger auf das Prinzip, was wir dort beschrieben haben. Aber das sind ja genau schon so organisatorische Versuche, dies zu tun. Ja, aber ansonsten ist mir zumindest kein großes Unternehmen bekannt, aber ich kenne jetzt dafür dann auch nicht alle, muss ich gestehen, dass das mal wirklich eins zu eins in Deutschland so durchdekliniert hat, besagte Beispiel, dass er das auch sehr erfolgreich macht. Ansonsten kommt viel aus dem Ausland und wie gesagt, sehr, sehr stark aus Asien. Ich meine, warum gibt es eine Alphabet Holding und nicht mehr Google? Da stecken auch ähnliche Prinzipien hinter an vielen Ecken. Ich glaube, jetzt haben wir gut eine Stunde diskutiert. Wir beobachten das einfach auch, was ihr, sag mal, als Beratungsunternehmen jetzt stemmt, ne? Also die Referenzen dann zu schaffen, auch für den deutschen oder europäischen oder westlichen Markt, dass wir da mal auch Beispiele finden, die man dann halt genauer beobachten kann. Nicht nur auf den asiatischen Markt immer zu schauen. Komischerweise wird der Haier ja immer genannt, ja, in dem Zusammenhang, ja. Auch von die Wirtschaftswoche hat schon darüber geschrieben, Brand 1 hat jetzt das Thema gehabt und viele andere auch gehen immer auf dieses Beispiel rauf. Also das beobachten wir mal. Wir beobachten natürlich auch die Dedekon selber, ne? Also
Ihr seid ja, ihr wollt den Champagner auch selbst trinken. Ja. Bist schon dabei, mach die Ja. Flasche schon auf. Ja. Und Franz Peter hat noch geschrieben, Customer Experience trifft auf die internen Kunden, Mitarbeitende und die externen Kunden zu. Es müssen beide beachtet werden. Ja, unterschreiben wir mal, ja. Und ansonsten, ja, bleiben wir. Wobei man da, also auch da ein Punkt, da darf man sich halt, man darf nicht, ich habe so Programme auch schon mitgemacht und ich gebe zu, ich gestehe, ich habe es dann auch schön mitgetrieben, diese Diskussion über den internen Kunden. Weil da lügen sich viele halt tierisch in die Tasche. Ja. Da ist plötzlich jeder Hans und Franz, also da sind quasi zwei Abteilungen, die gegenseitig eigentlich nur Reports und sonst was erzeugen. Die sind dann gegenseitige Ja. Kunden und dann sagt man, check, guck mal hier, wir haben einen internen Kunden, nämlich eine andere Abteilung, die keine Wertschöpfung erzeugt. Stimmt. Also von daher, da muss man riesig aufpassen. Deswegen glaube ich, man sollte schon den externen Kunden als Referenzpunkt Ja. nehmen. Und nochmal auf deine Beispiele zurück. Hire ist eins, ja, aber man merkt halt auch, da scheint irgendwie eine Logik hinter zu stecken, weil eine Alibaba macht so, eine Tencent geht an vielen Ecken in diese Richtung. Man merkt, dass in den Staaten viele Unternehmen genau beginnen, solche Strukturen zu bauen, weil man natürlich merkt, also es ist ja, man geht ja gerne in Silicon Valley und guckt sich das alles ab und sagt, boah, soll total gutes Gründerökosystem. Stimmt, total. Da ist viel mehr Geld. Da ist also die Economy, die man da hat, das ist fantastisch, da werden wir nie hinkommen. Aber trotzdem scheitern dort halt weit über 90% der Startups. Also man kriegt ja immer nur die Glory-Themen mit. Und da nochmal ein Punkt, also eine kleine spitze Bemerkung. Wir zeigen ja dann auch gerne Berlin und oh, ja, guck mal hier Berlin. Aber wenn man sich das anschaut, in den Staaten, da habe ich dann Leute, die wohnen halt in der 10-Mann-WG mit der Toilette auf dem Flur, in teilweise ärmstlichsten Verhältnissen, teilweise dann in einem Umfeld, wo die Mieten unbezahlbar sind. Also die leben wirklich, boah. Und wir haben dann, sagen wir mal, in anderen Städten, wenn wir da in Deutschland drüber reden, ist das dann halt wirklich noch alles so ein bisschen in Wattebäuschen. Da wohnt man noch bei Mama und Papa, oder hat, also das ist auch noch mal anders, ehrlich gesagt, von dem Druck, den Gründer verspüren, hier was auf die Straße zu bringen. Ja? Und deswegen, glaube ich, macht es auch weiterhin Sinn, auch wenn es jetzt um diese Strukturen geht, die wir hier beschrieben haben, dort auch weiter hinzuschauen, weil dort ist der Druck an vielen Ecken, der erzeugt wird, viel, viel höher als den letztlich, den wir hier zumindest in Deutschland haben. Interessant ja auch, dass ein Land wie China, was so zentralistisch von der KP gesteuert wird, von der Kommunistischen Partei gesteuert wird, auch dieses Masterprogramm Internet und so, ne, oder Internet Plus etc., dass das dann quasi in der Umsetzung in den Unternehmen wieder dann auf Rad setzt, ne? Ja, und das machen die halt auch, das ist ja das Faszinierende. Wenn wir mal das Thema Menschenrechte und Ähnliches ausklammern, lieber dazu gesprochen, die haben es einfach geschafft, bisher das Thema richtig cool zu organisieren. Die steuern das Land mit einem zentralen Plan, setzen den Fokus zentral auf die größtenteils richtigen Themen, haben dadurch natürlich eine viel größere Wirkungsweise, als wenn ich jetzt alles basisdemokratisch, Stichwort Deutschland, ich will jetzt nicht auf Koalitionsverhandlungen und Ähnliches eingehen, es führt zu weit. Aber ich würde mal sagen, bei denen tanzt halt keiner so richtig aus der Reihe. Und da sind halt clevere Leute und die sagen dann, wo es lang geht. So, man muss mal fair sein. Manchmal ist die Entscheidung von oben auch eine bessere, als wenn man da basisdemokratisch sich mit Leuten austauscht, die am Ende des Tages null Ahnung haben von den Themen und dann eine Entscheidung treffen. Ich will auch jetzt hier nicht nach Amerika schauen, was da so politisch abgeht. Aber wenn man das mal gegenüberlegt und dann schaut, welche teilweise ökonomische Brillanz hinter den Entscheidungen und Strukturen in China steckt und das dann teilweise an anderen Stellen vergleicht. So, und was die halt auch schaffen, das ist ja ein Volk mit ganz vielen Nationalitäten oder Ausprägungen. Die schaffen es ja auch, die Ruhe in diese ganz vielen, die Minderheitenpolitik etc., dass jeder seine Stimme bekommt etc. Es hat ja schon demokratische Strukturen und sind ja ansonsten auch sehr lokal autonom. Ja,
Also wenn ich mir angucke, wie Shanghai gemanagt wird, wie Beijing gemanagt wird, gut, das ist natürlich da ein bisschen näher dran, aber die kriegen das auch da schon hin. Ich glaube, das ist denen ähnlich im Blut wie das Thema Unternehmer. Wie eine Haya, ich bringe jetzt wieder das Beispiel, aber auch wie eine Alibaba, wenn man sich sehr empfehlenswert die Biografie von Jack Ma durchliest, sehr empfehlenswert, finde ich echt cool. Dann ist er jetzt ja auch nicht irgendwie als Sohn von reichen Anwälten geboren worden und hat keine Ahnung was dann gedacht, ach ja, jetzt gründe ich mal ein Unternehmen, sondern der ist halt richtig unternehmerisch angegangen. Ja, der hatte in Amerika das erste Mal gesehen, boah, das ist Internet, kann man was mitmachen. Und wie allein die Story sich anzuhören, wie er Englisch gelernt hat, da steckt halt ein ganz anderer Power drin und ein Unternehmergeist. Und das haben die dort ganz anders ausgeprägt. Und das zurückkommt auf unser letztes Interview, liegt uns ja auch in den Genen. Das ist nur verschüttet gegangen über die vielen Jahre, wo es uns viel zu gut gegangen ist. Robert Bosch war das Beispiel, was ich schon damals gebracht habe, ist so ein plakatives Beispiel. Unternehmer durch und durch. Ich glaube, also der steht einem Jack Ma oder auch einem Jeff Bezos oder wie sie nicht alle heißen, in nichts nach. So, an so Leuten müssen wir uns ausrichten. Und in Kombination, und diese Persönlichkeiten wie Robert Bosch und Co. Um 1900 herum waren darüber hinaus aber auch die wichtigsten Sozialreformer. Ja, das darf man nicht vergessen, die weit über das hinausgegangen sind, was der Staat an Leistungen gebracht hat. Also, wir können an unsere alten Traditionen wirklich anknüpfen, Absolut. bis hin zum Silicon Valley im Berlin, wo es um die Telekommunikation ging, ja, mit diesem genialen Postminister unter Otto von Bismarck, Heinrich von Stephan. Also, wir haben eine ganze Latte an guten Traditionen und auf die kann man sich schon besinnen, ja, und man kann sie reaktivieren und mit neuen Themen aufladen. Und schwupp haben wir quasi auch so eine Art Silicon Valley, was den Namen auch verdient. Also in Berlin meines Erachtens verdient es den Namen nicht, aber das ist so eine, Aber ja. vielleicht brauchen wir gar keinen Ort. Vielleicht ist es eigentlich nur die Frage, wie wir Genau. Strukturen schaffen oder eine Bewegung. Warum soll es nicht in Köln das Ganze geben? Es ist ja primär getrieben durch die Frage, woher kommt das Kapital, woher kommt das Geld? So, und da ist halt das Silicon Valley einfach unglaublich gut organisiert. So, die Frage ist halt wieder da, müssen wir das kopieren oder finden wir nicht aus unseren Traditionen heraus, aus dem, was wir Geniales geschaffen haben und was wir jetzt auch noch schaffen, finden wir daraus nicht noch was? Weil auch das machen wir uns da nichts vor. Ich will gern mal Gerhard Wohland an der Stelle kurz erwähnen. Das ist ja jemand, der aus unserem Unternehmen kommt, vor langer Zeit sich mal mit dem Thema Höchstleister beschäftigt hat. Die Höchstleister Genau. Studien, Systeme. Und das waren alles Mittelständler. So, und da hat er diese Strukturen erkannt, diese tollen Strukturen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass uns die Mittelständler nicht systematisch weggekauft werden. So, weil das passiert natürlich im Moment massiv, dass mittelständische Unternehmen Target werden für Investoren, auch aus dem asiatischen Raum primär, die darüber Technologie, Marktzugang etc. erkaufen. Und dann natürlich, wenn ich mir anschaue, die Plattform, die eine WeChat, also die von Tencent aufgebaute WeChat-Plattform, die ist vielen Plattformen, also in Europa eh, aber auch amerikanischen weit überlegen. So, und wenn man dann natürlich mit dieser Technologie und einem Marktzugang in Europa auf diesen Markt geht, dann wird es halt schwierig, selbst für die Amerikaner und ähnliche, dort entsprechend mitzuhalten. So, und das sollten wir halt im Hinterkopf behalten. Ich glaube, wir haben bei uns eine super Voraussetzung in Deutschland, weil ich beim letzten Mal so ein bisschen kritisiert wurde, ah, jetzt kommt schon wieder so ein Typ, der meckert wieder über schlimm alles in Deutschland ist. Nee, ist es gar nicht, ist es überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, uns geht's so extrem gut, da sind wir uns gar nicht drüber im Klaren. Und wir haben so eine tolle Historie, gerade wenn es um das Thema Unternehmertum geht, dessen sollten wir uns bewusst werden und dahin sollten wir viel mehr zurückkehren. Denn letzter Punkt, Robert Bosch hatte wahrscheinlich auch keine riesen internen Kontrollsysteme, kein Gesetz für Scheinselbstständigkeit, keine Arbeitsstättenverordnung, kein irgendwas, und war trotzdem ein sozialer Mensch, der mit seinen Mitarbeitern an den meisten Stellen sehr gut umgegangen ist. Also ich glaube, auf sowas sollten wir uns zurückbesinnen.
Ja, prima, Marc, war wieder ein sehr interessantes Gespräch. Ihr habt ja noch wirklich ein schönes neues Thema aufgemacht, ne? Mit Company Rebuilding. Steht ja so ein bisschen mit dem Thema in der Diskussion auch am Anfang, aber ist auch eine logische Weiterentwicklung. Wir werden das natürlich weiter begleiten und das wird sicherlich nicht die letzte Diskussion bleiben. Und hier hast du ja auch viele Anknüpfungspunkte noch gefunden. Wenn du das Thema Bildung noch weiter diskutieren willst, würde ich wirklich den Christoph Schmidt, den Bildungsethiker aus Luzern empfehlen und viele andere, die jetzt bei der Diskussion mitgemacht haben. Vielen Dank. Und die Diskussion geht ja weiter. Kommentiert noch kräftig auf dem Blog, auf Facebook und auf Twitter und sonst wo. Ja, und für dich jetzt noch einen schönen Einkauf, ne? Einen Wocheneinkauf, Ja, ich freue mich drauf. Ich freue ne? mich drauf. Okay, Ah ja, und ja. vielleicht ein Punkt mit dem Kollegen, den du aus Luzern, vielleicht kann man mit ihm ja sogar mal was zusammen machen. Also das Genau. wäre ein schöner Punkt, wo man mal zusammen was diskutieren könnte. Also das sehr gerne, wenn da von seiner Seite auch Interesse besteht. Genau, So. alles klar. Dann soll er sich direkt an dich wenden und das wird den Christoph auch erfreuen. Und ja, also noch ein schönes Wochenende, einen guten Vielen Wocheneinkauf Dank. und euch allen draußen überhaupt ein schönes Wochenende. Jo, Tschüss! vielen Dank. Tschüss.